Und damit willkommen zurück zu Commander Conquer 3, nicht Tiberi Wars in der Mitte, Heroic Mod im Live-Let's Play, auf nach Sarajevo. Eskortieren Sie zunächst die Waffenkomponenten aus Brasilien zum Prime Tempel, damit Kane die Flüssig-Tiberium-Waffe fertigstellen kann. Angesichts der GDI-Armee, die in diesen Sekunden eine Großoffensive auf den Prime Tempel vorbereitet, wird diese Mission ein heißer Tanz. Immerhin führt Ihre Route direkt durch eine vorgeschobene Basis der GDI. Mit Ihrer kleinen Eskorte können Sie die GDI nicht direkt angreifen, Sie müssen sich also etwas einfallen lassen. Sobald der Waffentransport den Tempel erreicht hat, sollten Sie sich auf dessen Verteidigung konzentrieren. Bauen Sie gleichzeitig eine Armee auf und jagen Sie die GDI von unserem heiligen Boden. Außerdem fliegen wir trotz der angespannten Lage in Australien gerade einen Teil von Killians Truppen aus. Sie müssen sich inzwischen auf dem Weg nach Sarajevo befinden. Vielleicht können Sie ihnen helfen. Wir werden siegen. Empfange Nachricht. Die Flüssig-Tiberium-Waffe muss zum Prime-Tempel gebracht werden. Schützen Sie den Transporter vor den Angriffen der GDI. Neues Bonusziel. Feindliche Einheiten in Sicht. Feindliche Basis. So weit nach unten, wie es geht. Der beschützt wird, ist mir eigentlich vollkommen Rille. Nichts kann uns stoppen. Vorsichtig. Alles bereit. Hallo, Schill. Flammen sind Alter, ganz ruhig. Langsam. Oh mein Gott, ey. Schirmt die Tanks nieder mit der GDI. Seid wachen Geistes. Die Bruderschaft hat gesprochen. Nichts kann uns stoppen. Wir werden warten. Das Feuer ist offen, sie den Ach du Okay, ich brauche eine Ablenkung. Der Transporter ist schwer beschädigt. Schicken Sie sofort Unterstützung. Tiberium-Belastung, kritische Einheit wird angegriffen. Skorpion-Panzer, geht klar. Ja, Alter. Wir sind unbesiegbar. Was soll ich denn da machen? Wir kommen. Wir weichen nicht zurück, klar. Ach, du Scheiße. Rücken vor. Okay. Das Bonus hier hatte ich nicht im Sinne. Panzerdivision. Oh Gott. Einheit wird angegriffen. Wir regeln das. Oh, die kommen ja so oder so da durch. Wir sind unbesiegbar. Wir sind bereit. Und da die den. Ne, die haben eine höhere Sicht oder Angriffs. Die wollen früher angreifen, als sie können. Das ist mit dem ein bisschen falsch gelaufen. Kritische Einheit wird angegriffen. Der Zustand des Transporters ist kritisch. Er darf keinesfalls zerstört werden. Ja, wird schon nicht passieren. Kritische Einheit wird angegriffen. Ja, ist Lichter. Kein Problem, kritische Einheit wird angegriffen. Passt schon so. Trotzdem, ach du Scheiße, ey. Wie lautet der Plan? Geht klar. Ach komm, die wollen da nicht in die Basis rein von denen. Ja, das kann ich verstehen. Ich will in die Basis auch nicht rein. Nicht mit den Geschützen. Oh Gott, ey. Oh, es ist widerlich. Oh, das ist echt widerlich. Oh Gott. Gott, du bist Lichter. Feindliche Einheiten in Sicht. Wir sind unbesiegbar. Angegriffen. Da, wir haben sie. Beginnen Angriff. Danke für die Eskorte, Commander. Ab hier komme ich klar. Ja, bitte schön. Unbesiegbar. Rücken vor. Sind unterwegs. Einsatzziel erreicht. Initialisiere Video. Alter. Yes. Was Sie haben das Tiberium erhält. Sehr gut. Jetzt verteidigen Sie den Tempel und vertreiben die Ungläubigen. Ich montiere inzwischen das Gerät. Feindliche Einheiten in Sicht. Empfange Nachricht. Commander, Sie sind für die Defensivsysteme des Prime-Tempels verantwortlich. Verteidigen Sie den Tempel, indem Sie die GDI-Einheiten im Südwesten besiegen. Ich versuch's. Einheit wir wird haben angegriffen. Die Am besten, wenn ich kann hier nichts versprechen. GDI-Angriff ist erbärmlich. Wir sind bereit. Einheit befördert. So geht das. Ah. Baut.
Auch auf jeden Fall vielleicht einen Kran oder so. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Kran. Baut. Wird gebaut. Einheit wird angegriffen. Ungeeigneter Bauplatz. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Baut. Bau unterbrochen. Bau abgeschlossen. Du kannst da durch... Alter, okay. Abgeschlossen. Das könnte jetzt ein bisschen problematisch werden. Das ist sehr problematisch. Einheit wird angegriffen. Baut. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Bau abgeschlossen. Der wird sehr schmerzhaft werden. Ungeeigneter Bauplatz. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Vor allem, wenn er da speziell drauf geht. Oh Gott. Was soll ich denn da machen? Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Baut. Bau unterbrochen. Wollen wir die zwei davon haben? Abgeschlossen. Hilfe? Wird angegriffen. Neue Bauoption. Bau abgeschlossen. Ausbildung. Ja, GG. Ungeeigneter Bauplatz. Messergleiter bereit zum Abheben. Was soll ich noch machen? Ruhig. Bin gleich dort. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Ziel wählen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Irgendwas gesehen? Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Ich kann da nichts machen. Ungeeigneter Bauplatz. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Unterstützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Okay, nee, das muss ich neu starten. Das ist... Oh Gott. Schirmt die Tanks ab. Empfangen. Komm ich links besser vorbei. Wann brechen wir auf? Neues Bonusziel. Feindliche Basis in Sicht. Wir werden warten. Du machst... Der geht zwar bis hierhin, aber du machst hier keinen Schaden. Ich hab es gesagt. Hier, Raider. Mit erhobenen Waffen. Es ist alles bereit. Das ist doch Asus... Scheiße, ey. What the fuck? Ich singe das Leuchten. Der Transporter ist schwer beschädigt. Schicken Sie sofort Unterstützung. Kritische Einheit wird angegriffen. Kritische Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Oh, ja, GGWP, Hui. Also ich weiß nicht, was ich gegen die zwei Rippermaxer machen soll. Muss hochtecken, ich muss die Obelisken schnell bauen können. Ja, das sind die, die mir am ehesten helfen können. Einheit wird angegriffen. Kritische Einheit wird angegriffen. Ja, mach mal was dagegen. Danke. Kritische Einheit wird angegriffen. Der Zustand des Transporters ist kritisch. Er darf keinesfalls zerstört werden. Wird schon schief gehen. Auf den Boden! Ja, die Obelisken können als einziges helfen. Also ich wüsste sonst wirklich nicht, was helfen könnte. Kritisch. Sehr, sehr kritisch. Jetzt muss ich einfach hoffen, dass sie die jetzt nicht haben. Danke für die Eskorte, Commander. Ab hier komme ich klar. Ja, bitte. Na komm, gib mir meine Basis. Einsatzziel erreicht. Initialisiere Video-Uplink. Sie haben das Tiberium-Gerät. Sehr gut, jetzt
Verteidigen Sie den Tempel und vertreiben die Ungläubigen. Ich montiere inzwischen das Gerät. Neue Bauoptionen. Wir haben die Raketen. Nachricht. Komma. Einheit wird angegriffen. Einheit versucht. Der CGI-Angriff ist erbärmlich. Ja. Komm allesamt zurück. Da ist einer. Oh, wo ist denn der andere? Ich hab doch gerade noch eine gesehen. Tiberium-Belastung gemessen. Bau abgeschlossen. Baut. Baut. Ausbildung. Okay, nur da ist der eine und der hat noch kein Level. Einheit wird angegriffen. Das heißt theoretisch mit genug. Boah, das sollten sie schaffen können. Da kommt der andere. Jetzt wird geerntet. Bau abgeschlossen. Baut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Asche regnen. Gebäude verkauft. Gebäude verkauft. Bau abgeschlossen. Jetzt wird geerntet. Neue Bauoption. Einheit verloren. Bau abgeschlossen. Ziel wir sind wählen. Einheit wird angegriffen. Wir müssen näher ran. Verdammt, ey. Das Warten hat ein Ende. Neue Bauoption. Baut. Tiberium-Belastung gemessen. Baut. Ausbildung. Nichts kann uns stoppen. Unsere Feinde werden brennen. Keine Gefangenen. Die macht ihr Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Baut. Wird gebaut. Baut. Sollten von der Reichweite aber helfen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Reparatur läuft. Ja. Ja, definitiv. Sehr schön. Bau ist der andere abgeschlossen. Hin? Bau abgeschlossen. Baut. Baut. Auf jeden Fall, das haben wir jetzt als Lösung. Okay, gut. Warte mal, die sind günstiger hier. Ah. Günstiger und weniger Zeit. Bau abgeschlossen. Baut. Bau abgeschlossen. So, dass manche Mission echt die Bauzeit und so alles ändern, das ist mir nie aufgefallen vorher. Baut. So, speichern. Wichtig. Bitte, danke. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. So, das ist eine gute Verteidigung gegen die. Die haben glücklicherweise nicht so eine hohe Reichweite wie die Juggernauts. Tun aber auch so ähnlich weh. Ausbildung. Sonst nix, ne? Ich wollte gerade sagen, Kommando. Ja doch, Kommando könnte ich bauen, okay. Wenn ich wollte. Aber will ich nicht. Danke, Obelisken. Lebensretter. Silos benötigt. Okay, dann. Baut. Brauche ich halt eben Avatare. Noch dazu. Und zwar nicht. Ach, warte, die Impulskanonen kriegt man in dieser Mission aber erst später, ne? Feindliche Einheiten in Sicht. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ausbildung. Ah, Luft. Ja, gut. Baut. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Baut. Reparatur läuft. Natürlich gibt's das noch. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Jetzt wird geerntet.
Ausbildung. Die sind teurer geworden. Müssen. Ja, die waren vorher auch 2200, oder? Ich glaub schon. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Avatar bereit. Ich habe einen Trupp, aber ich habe gleichzeitig auch keinen Trupp. Okay. Ausbildung. Interessant. Wir haben die Raketen. Abstand halten. Wir haben die Raketen. Carry all unterwegs. Haltet die Augen offen. Wir haben die Raketen. Wir haben Carry die all Raketen. Bereit. Alles klar. Was ist unser nächstes Ziel? Okay. Ja, ne? Keine Ahnung. Ihr solltet auch Luft angreifen können, ne? Das wird das einzige den Preisunterschied erklären. Oder sind doch stärker. Aber ganz ehrlich, ich finde keins der Module gut. Also, ne, man kann ja durch Notbot kann man den feindliche Einheiten in Sicht. In Tarnung geben. Durch einen Stealth-Panzer kann man den Stealth Avatar geben. Durch Flammenpanzer ist noch in Ordnung mit dem Flammenpanzer. Ja, da kannst du den Flammen geben. Aber das Beste sind immer die Impulskanonen, einfach weil die dann denen noch einen extra Laser geben. Haha. Baut unzureichende Mittel. Ja, kein Geld mehr. Okay. Oh, warum muss ich denn jetzt ausrichten? Jetzt auf Klo? Das ist. Ist doof. Ungeeigneter Bauplatz. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Okay. Bis gleich. Wieder da. Gut, ihr werdet weiterhin gebaut. Aber bist ja fast fertig. Wow. Ich frage mich, kann der das überleben? Also jetzt nicht die Basis, sondern den Angriff von denen. Feindliche Einheiten in Sicht. Was dann kommt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Hier mit euren Lufteinheiten, das ist kein Problem. Avatar bereit. Ist fast fertig und ist fast fertig. Sind noch ein paar Sekunden. Ist das eine Avatarlinge gerade gewesen noch? Müsste ungefähr gleichzeitig fertig werden. Ja. Aua. Hör noch meine Ohren. Avatar, feindliche Einheiten in Sicht. Rückzug. Obwohl, warte mal, hä? Okay. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Nix da Rückzug. Avatar. Greife an. Ziel B. Avatar bereit. Ich warte. Einmal verloren. Räumen wir auf. Einheit befördert. Feeling their rage. Ja, sorry. Einheit wird angegriffen. Heed the word. Waffen initialisiert. Ich gedacht, dass du überlebt. Ausbildung. Ich warte. Aber ist nur einer. Die Bruderschaft vertraut. Feel their rage. Verstehe. Unzureichende Mittel. Waffen initialisiert. Oh mein Gott, warte mal. Ich warte. Oh nee. Oh, ich kann da so einen auch reinstecken. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Bereit. Ich warte. Bau abgeschlossen. Räume Weg frei. Du machst das schon. Einheit wird angegriffen. Alter. Einheit befördert. Ich mach Schaden. Bau. Initialisiert. Avatar. Einheit geborgen.
Dankeschön. Waffen initialisieren. Tiberiumfeld abgebaut. Heed the word. Finger Rage. Betriebsbereit. Ja, kommt ein bisschen Geld noch. Storm ist jetzt. Erntet so viel ihr könnt. Seit wann sind da drei? Ich kann sie hören. Ah, hab ich zu viel ausgebildet gehabt, das eine Mal? Ja, was soll's. Das Tiberium wird uns befreien. Du gehst da unten hin. Dies wunderbare Leuchten. Vorsicht jetzt. Bau abgeschlossen. Initialisiert. Tiberium ist die Lösung. Grüne Felder. Ich gehört, es ist die Lösung. Nicht eine Lösung, es ist die Lösung. Tiberium ist Macht. Finger Rage. Einheit wird angegriffen. Operation engaged. Der grün. Hätte dadurch jetzt echt einen grünen Laser die ganze Zeit? Alles klar. I move. Fährst du denn lang? Okay, Wegfindung. Wegfindung ist super in diesem Spiel. Ja, obwohl, ich kenne Schlimmeres. Definitiv Schlimmeres von der Wegfindung her. Ausbilder, feindliche Einheiten in Sicht. Hä? Okay. Heed the word. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ey. Die Temperatur läuft. Ist nicht nett. Jetzt wird geerntet. Baut. Ausbildung. Das war echt nicht nett. Wir haben die Raketen. Das merke ich mir. Wir haben die Raketen. Haltet die Augen auf. Oh Gott, es ruckelt. Warum ruckelt das? Warum sind die FPS runter? Was ist passiert? Feindliche Einheiten in Sicht. Oh Gott, was passiert gerade? Ah, ja. Was ist das? Bomber? Alter. Die Brüder sind zurückgekehrt. FPS ist gleich nicht mehr vorhanden. Oh Gott, ey. Ja, wie sie sehen. Ach du Scheiße, ey. Einsatzziel erreicht. Ja, GG easy, ne? Sammler verloren. Erntet so viel ihr könnt. Auf zu den Kristallen. Finger Rage. Und dann du dahin. Was machen die denn? Stützpunkte errichten? Ausbildung. Waffen initialisiert. Oh, so schlimm sollte das nicht sein, wenn ich die hier nach unten schicke. Ja. Solange sie keine Avatare haben, sollten die das schaffen können. Ich speichere vorher. Grüne Felder. Ich habe nur einen Sammler anscheinend verloren. Wer hat das Kommando? In Kanes Namen. Geben Sie sich zu erkennen. Avatar bereit. Ja, gleich der Sammler. Ihr wurdet getäuscht. Wir sind hier, um ein großes Unrecht zu sehen. Also ich schaffe es rechtzeitig. Kane führt die Bruderschaft nicht, wie er es euch glauben machen wollte. Wir dienen der wahren Sache von Nord. Übergebt uns den Tempel oder sterbt. Genau. Einheit wird angegriffen. Genau so. Commander, ich weiß zwar nicht, was hier läuft, aber ich glaube, das hat Killian verbockt. Vermutlich eins ihrer Machtspielchen. Wissen Sie was? Unsere Freundin wird sich noch wundern, denn mit meinem Verstand und ihren Bomben machen wir ihr einen Strich durch die Rechnung. Von einer unbekannten Macht gesteuerte Nordverräter greifen den Prime-Tempel an. Wir müssen sie vernichten. Jo. Volle Energie. Verräter! Sie müssen bestraft werden! Volle Energie. Einheit wird angegriffen. Strahlenkanonen einsatzbereit, Commander. Ob mich die Strahlenkanone jetzt noch interessieren? Die Strahlenkanone ist ein mobiles Langstreckengeschütz, das feindliche Einheiten mit einem konzentrierten Partikelstrahl vernichtet. Mehrere Strahlenkanonen können ihren Partikelstrahl bündeln, um das Ziel innerhalb von Sekunden zu zerstören. Ja, jedes Mal denke ich, mit dem nächsten Schuss ist er tot. Jetzt ist er tot. Strahlenkanonen gebaut werden. Sammler wird angegriffen.
Geheimdienstdaten aktualisiert. Einheit befördert. Sammler verloren. Einheit wird angegriffen. Ich hab da was verloren. Ich weiß nicht wie. Also ich weiß jetzt ernsthaft echt nicht wie. Den verloren habe. Ja, wo ist der? Wer hat das Kommando? In Kanes Namen. Geben Sie sich zu erkennen. Bereit. Brüder, ihr wurdet getäuscht. Wir sind hier, um ein großes Unrecht zu sehen. Natürlich. Kane führt die Bruderschaft nicht, wie er es euch glauben machen wollte. Wir dienen der wahren Sache von Nord. Übergebt uns den Tempel oder sterbt. Einheit wird angegriffen. Initialisiert. Das war knapp. Out of my way. Commander, ich weiß zwar nicht, was hier läuft, aber ich glaube, dass er Killian verbockt. Vermutlich eins ihrer Machtspielchen. Sehe schon warum. Wissen Sie was? Unsere Freundin wird sich noch wundern. Denn mit meinem Verstand und ihren Bomben machen wir ihr einen Strich durch die Rechnung. Es waren zu viele von denen. Von einer unbekannten Macht gesteuert. Da läuft er. Greifen den Prime-Tempel an. Wir müssen sie vernichten. Also er hat sich irgendwie anscheinend nicht gewehrt oder sowas. Warum auch immer. I move. Ja. Alter, sie müssen bestraft werden. Advancing. Strahlenkanonen einsatzbereit, Commander. Operation engaged. Initialisieren bereit. Endlich. Na dann. Die Strahlenkanone ist ein mobiles Langstreckengeschütz, das feindliche Einheiten mit einem konzentrierten Partikelstrahl vernichtet. Einheit wird angegriffen. Mehrere Strahlenkanonen können ihren Partikelstrahl bündeln, um das Ziel innerhalb von Sekunden zu zerstören. Ah, der wehrt sich nicht, warum? In der Waffenfabrik können jetzt Strahlenkanonen gebaut werden. Liegt es an dem? Ja, tatsächlich. Feeling their rage. Engaging. Aber ist er denn grün? Okay, das ist seltsam. Readiness is death. Operation engaged. Heed the word. Betriebsbereit. Greife an. Ja. Einheit verfeindliche Waffen initialisiert. Angriff. Pulverisieren. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Sander wird angegriffen. Der muss weg. Ziel bestimmt. Avatar bereit. Zerstören. Volle Energie. Alle Systeme bereit. Einheit befördert. Ja. Pulverisieren. Das muss weg. Steuerung aktiv. Feeling their rage. Greife an. Räumen wir auf. Greife an. Angriff. So, das kannst du nämlich nicht wieder aufbauen. Alle Systeme bereit. Ja, die können echt Lufteinheiten angreifen, das ist super. Erledigt. Zerstört. Einheit wird angegriffen. Wir sind die Zukunft. Avatar bereit. Helft uns! Helft uns? Warum? Das Reich. Ich warte. Also, dass ich den da verloren habe, war nicht meine Schuld. Das war ein Avatar, der da drin war, schuld. Mission erfolgreich. Der hat irgendwie verhindert, dass er auf weite Strecke angreifen kann, warum auch immer. Macht da nie wieder ein Avatar rein. Gut, gut. Vernichte das und mein Herz gehört dir. Wenn sich meine eigene Armee gegen mich wendet, wird es Zeit, diese jämmerlichen Tiere zu verlassen, die sich selbst als Menschen bezeichnen. Ich entfliehe diesem verfluchten Felsen. Aber jetzt wird erstmal gefeiert. Die Falle ist gespannt, der Köder ausgelegt. Die GDI wird sich ihr eigenes Grab schaufeln. Du siehst, die Vorbereitungen laufen bereits für Phase 3. Wir nehmen uns nur, was nötig ist für die Errichtung eines gewaltigen Tempels. Für das Jenseits. Wir warten noch eine Woche, dann werden du und ich und die anderen meines inneren Zirkels gen Himmel fahren. Aber unser Werk auf Erden ist noch nicht vollbracht. Du fliegst mit deinen Truppen nach Australien. Rette möglichst viele von Killians Einheiten, wir werden sie später noch brauchen. Geh jetzt, mein Sohn, und vergiss nicht. Zweifle nicht, die Erlösung ist nah. Sehr schön. Der Anfang war doch sehr, ja, ist mir doch egal. Sehr schwer, aber wir haben es doch geschafft.
Nach ihrem kleinen Auftritt in Sarajevo würde ich für Kirlians Rettung keine Kugel verschwenden. Aber hey, das heißt nicht, dass ich auch an Kanes Entscheidungen zweifle. Nein. Weil ich eins von ihnen gelernt habe. Dass ein guter Soldat Gehorsam zeigt. Sind wir auf Sendung? Sind wir auf Sendung? Okay. Ich stehe hier vor dem Prime-Tempel und die Lage ist furchtbar. Kanes Plan ist gescheitert. Wieso stehlen GDI-Soldaten einfach unsere Tiberium-Waffen? Und vor einigen Stunden gab es einen Angriff auf den Tempel. Wir haben Schüsse gehört. Aber bisher keine Spur von Kane. Wir befürchten, er befindet sich irgendwo da drin im Tempel. Warten Sie mal. Ich erfahre gerade, die GDI ist... Sie bringen eine Ionenkanone in Position. Möge die Erde sich wandeln. Mögen sich alle, die an die Macht des Tiberiums glauben, mit ihr wandeln. Möge die Erde sich wandeln. Möge die Erde sich wandeln. Kinder von Nord, ich habe schlechte Nachrichten. Wie viele von euch wissen, haben wir im Prime-Tempel eine Flüssig-Tiberium-Waffe gebaut. In der Hoffnung, diesen Krieg zu beenden. Diese Hoffnung ist zerstört. Unser Anführer Kane starb, als die GDI unsere heiligste Stätte vernichtete. Wir wissen noch keine Einzelheiten. Aber vermutlich wurde durch einen Treffer unter dem Tempel Flüssig-Tiberium zur Explosion gebracht. Die Beschädigungen in der gelben Zone sind unbeschreiblich. Unsere Verluste gehen in die Millionen. Niemand kann Kane ersetzen. Aber es ist jetzt meine Pflicht und meine Überzeugung, dass ich die Bruderschaft durch diese Zeiten führe. Und ich sage euch, ihr müsst nicht mehr trauern. Wir müssen aus Trauer Zorn werden lassen und das, was war, vergessen. Sprechen wir nicht mehr von Erlösung. Unser einziges Ziel ist die Rückeroberung des Planeten. Kontinent für Kontinent. Das Tiberium ist unser angeborenes Recht. Wer dieses Recht einfordert, beherrscht auch die Welt. Die, die sich dagegen aufrichten, werden von uns verstoßen. Folgt mir, meine Kinder. Und ich führe uns zum Sieg gegen die GDI. Ich glaube das nicht. Ich bin hier aufgewachsen. Mich interessiert nicht, was Kilian sagt. Kane ist nicht tot. Er ist zu clever. Ihm kann nichts passieren. Er würde uns auch nicht im Stich lassen. Niemals. Kennen Sie schon Kilians neuen Plan? Sie will der GDI wegen des Kräftegleichgewichts Aurora-Waffen stehlen. Und die nennt Kane zu aggressiv. Sehr witzig. Sehen Sie das? Kilian verbreitet ihre erste Direktive. Sie will sämtliche Truppen nach Australien verlegen. Unsere letzte Hoffnung. Ich denke, wir haben keine Wahl. Befehl ist Befehl. Langsam macht's keinen Spaß mehr, ein Nord zu sein. Am Anfang aufregende Zeiten für Nord und jetzt, es hat sich gewandelt. Aber gut, das war's mit Sarajevo. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da und wir hören uns beim Outback in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Cheerio.